Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. So, wir wollen doch hier mal, ja, da steht schon, Kraftprobe schwierig. Das markieren wir uns mal. Da, so. Ja. Okay. Wie wär's, wenn wir mal nach Hateno teleportieren und was wir eigentlich vorhatten, dem einen Bengel das Reiseschwert zeigen und dem einen Mädel sagen, dass ihre Schäfchen in Sicherheit sind. Meint ihr, das sollten wir eventuell tun? Statt uns wie im letzten Part in unglaublich kranken, schwierigen Schreinen herumzuschlagen. Also, ich gehe aber mal davon aus, das war ein ganz klares Equipment-Problem, sondern weil selbst wenn ich die Kacke überlebt hätte, muss ich sagen, würde ich jetzt immer noch behaupten, dass das Ding uns, ich weiß nicht, also irgendwann hätten wir halt einfach keine Waffen mehr gehabt. Die sind mir leider am laufenden Band kaputt gegangen, so wie es aussieht. Doofe Sache. So, warte mal, wo war das Mädel denn jetzt? Da! Hey du! Ja, die haben sich wieder beruhigt. Sie scheinen zu spüren, dass keine Gefahr mehr droht. Hast du dich etwa um die Monster gekümmert? Josh? Das habe ich mir gedacht. Die Schafe haben sich wieder beruhigt und da wollte ich meine, wie sage ich es nur? Also, danke? Es ist nicht viel, aber zumindest nimmt es auch nicht viel Platz weg. Oh, fett? Diese Milch wird von den Hateno-Kühen und weißen Ziegen in Hateno gewonnen. Kann pur genossen oder in Suppen oder Eintöpfe gegeben werden. Das ist cool. Jetzt kann sie ruhig schlafen. Wie schön. Also, wenn du magst, dann komm doch mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Aber du musst nicht. Schabernack hat Schafen geschafft. So, das heißt, du bist aber wer anders. Ja. Hallo, guten Abend. Nachts weht ein kühles Windchen, was? Was? Genau das, wonach es aussieht. Ich passe auf die Windmühle auf, also zusammen mit meiner Liebsten. Zusammen, aber nicht gleichzeitig. Verstehst du? Wir arbeiten sozusagen in Schichten. Unsere Liebe ist so stark, dass wir uns nicht ständig sehen müssen, sondern abwechselnd arbeiten können. Wer's mag. Überhaupt sollte ich besser dich fragen, was du hier mitten in der Nacht machst. Bin ein Einbrecher, bin ein Reisender, also hier. Ach so. Dann ist ja alles in Ordnung. Alright. Wie wär's, wenn ich dann einfach mal da reingehe? Und du machst nichts. Haha. Kann ich hier hochklettern? Nein. Toll. Was gibt's denn hier zum Aufpassen? Nix? Ist doch voll langweilig hier. So. Wo ist das Mistkind? Das ein Reiseschwert haben wollte, zeigen wollte, sehen wollte. Weil das ja auch voll was Besonderes ist. Heugabel. Was hier für ein Zeug rumliegt. Hallo. Kann ich mich hier irgendwo pflanzen? Oh, cool, ein Buch. Das Geheimrezept, das selbst Vater aus den Socken haut. Zuerst braucht man einen Rüstungskürbis für den Eintopf, außerdem Milch, Tabanterweizen und Ziegenbutter. Gut umrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, um einen leckeren Kürbiseintopf zu erhalten. Okay, aber das wurde jetzt natürlich nirgendwo vermerkt. Okay. Klick. Klick. So. Kann ich irgendwas plündern? Hm. Nee.
Insgesamt sind die alle irgendwie nicht besonders aktiv gerade. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Moment, ich habe ein Dingsy-Symbol, vier Krogsamen. Die Krogsamen könnte ich. Was? Was? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Ah, das ist diese Blutmondnummer, okay. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Okay. Ja. Raiden die jetzt hier das Dorf? Nee, oder? Das ist einfach nur diese behinderte Blutmondnacht. Die aber. Ja, scheißegal. Dude. Aber ich habe immer noch nicht den Shit-Material für seine schwarze Farbe, oder? Ich denke nicht. Aber ich muss eigentlich echt mal wieder was kochen, aber so viel wie das ist, eigentlich sollte ich es wohl offscreen machen. Kochen und so. Weil das interessiert euch eigentlich wirklich nicht, glaube ich. Das. Oh, entschuldige! Ich wollte dich nicht mit meinem Hinterteil begrüßen. Dann zurück damit, wo es hingehört. Kann ich dir helfen? Ich will was kaufen. Wenn du kaufen möchtest, nimm einfach direkt in die Hand. Was? Ach so. Zeig, ja, und was gibt's hier? Wenn du etwas kaufen möchtest, nimm es einfach direkt in die Hand. Ja, das. Okay, dann will ich was verkaufen. Sehr gern. Dann möchte ich gerne verkaufen. Opal verkaufen. Und das sieht auch sehr verkäuflich aus. Und dann könnte ich vielleicht noch. Ey, eine Fee bringt nur zwei. Meine Güte. Und ja, und hey, ganz im Ernst, wenn ich 30 Äpfel verkaufe, dann bringt das auch ein bisschen Geld. Ist das alles für mich? Ja, wenn du mir auch alles gibst an Geld. Sehr gern. Okay, Reis. Was ist das? Na, Hyrule-Reis. Interesse? Will ich. Kein Problem. Cool. Dann kaufen wir Eier. Nee. Aber der Reis, den Reis wollte ich schon. Fittling, sehr seltener gelber Pilz, schwer zu finden. Dafür aber auch einen ganz besonderen Effekt, der steigert vorübergehend deine maximale Ausdauer. Das finde ich total kacke, ehrlich gesagt. Maxi-Trüffel. Einen im Besitz. Maxi-Trüffel. Moins? Über das Maximum hinaus steigert, vor allem aber auch ist er Zutat, wie wir ja wissen. So. Ist er ja Zutat, wie wir wissen, für schwarze Farbe. Pfeile. Bombenpfeile. Boah, 350! Das ist mir zu teuer. Aber wir haben, wir haben aber so Pfeilmangel. Und Bomben. Boah, Junge. Ich weiß, die sind geil, aber. Boah. Warte mal, wie viel haben wir? Wir haben einen im Besitz. Das ist behindert, aber was willst du machen? Und da sehe ich doch was. Steinsalz und Reis und Pilze. Schönes Risotto. Klick! Immer schön speichern, sowas.
Immer schön abspeichern, sowas. Gibt's hier was? Ey, die sind alle am Pennen! Ganz im Ernst. Hab ich hier nicht irgendwo... Ey, ich brauche mal irgendwo Feuer. Da ist doch, guck mal, da links ist ein Lagerfeuer. Kann ich nicht irgendwo... Ey, kann ich nicht irgendwo meine scheiß Fackel anzünden? Ich habe keine Lust auf Feuerstände verschwinden. Holzkelle. Schön. Du läufst aber noch spät herum. Wann immer du ein Päuschen brauchst, das Sahel in Hateno ist für dich da. Ja, wo ist denn das? Wenn du übernachten möchtest, sprich mit der Kollegin am Empfang. Ist das hier? Ja, sieht gut aus. Vielleicht kann ich mir da ein Bettchen gönnen und... Guten Abend! Oh, die ist ja wirklich süß, ja? Willkommen im Gasthaus Sahel. Kann ich verstehen, dass der eine Kollege dann vielleicht ein bisschen Luxusbett... Dann kriegen wir noch ein Herz. Gut, eine Frage noch. Wann möchten Sie geweckt werden? Morgens. Sehr wohl. Danke. Danke. Cool. Guten Morgen. Möchten Sie bereits aufbrechen? Ja, wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Cool. Labern wir nochmal. Nichts. Sehr wohl. Ich hätte gehofft, ich kann sie ausfragen. Weil der eine Kollege ja wissen wollte, was sie so mag. Aber hier scheint es ja irgendwie... Scheint es ja nicht viel zu geben. Schildtasche ist voll, Topfdeckel bringt sowieso nicht viel. Spoterlink. Hi. Hallo, Kamerad. Du reist im ganzen Land umher, genau wie ich, oder? Das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Dann warst du natürlich auch schon in Goronia und in Gerudo-Stadt, habe ich recht? Andere Städte? Was gibt es sonst noch? Nun, als Abenteuer sollte man das... Verstehe, ich habe ihn jetzt nach anderen Städten gefragt. Das Dorf der Zoras und auch das Dorf der Orni unbedingt gesehen haben. Aber rund um das Dorf der Zoras regnet es seit einer Weile ohne Pause und das Dorf der Orni ist äußerst abgelegen. Du hast sicher schon gemerkt, dass ich deshalb keins von beiden je besucht habe. Okay, dann sollten wir uns da vielleicht auch später erst hinwagen. Möchtest du sonst noch was wissen? Goronia. Du warst ernsthaft noch nie in Goronia? Liegt nördlich von Hateno, in Eldin, sagt man zumindest. Tja, jetzt ist es raus, ich war selbst noch nie dort. Aber ich war wirklich dicht dran. Dort ist es brennend heiß. Deshalb musste ich umkehren, bevor ich Goronia erreichen konnte. Möchtest du sonst noch was wissen? Gerudo-Stadt. Ach, sag bloß, du warst noch nie dort. Von Hateno aus liegt Gerudo-Stadt weit im Westen, eine blühende Oase inmitten der Gerudo-Wüste, hab ich gehört. Ja, ganz recht, ich war selbst noch nie dort. Die Wüste habe ich durchquert, doch leider wurde ich an den Toren der Stadt abgewiesen. Erst danach habe ich gehört, dass ausschließlich Frauen die Stadt betreten dürfen. Ich frage mich, ob ich mich wohl in Frauenkleidern hätte einschleichen können. Da bräuchte man dann vielleicht doch dieses Sheikah-Gewand. Ich meine, wenn Zelda sich in Ocarina of Time als Kerl ausgeben konnte... Dann kann ich mich mit einer Sheikah-Klamotte doch vielleicht als Mädel ausgeben. Okay. Nebenbei stalkt und stealtht das Ding doch schon noch ganz gut rum. Ich will dieses Kind finden. Wo ist dieses Kind? Es rannte doch hier irgendwo rum. Mistkind. Dabi, 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 dabi. Mistkind. Mistkind? Oi. Oh, oi. Ich. Hey, ich? Hallo. Ja? Guten Morgen. Schönes Wetter, oder?
Der Krämerladen Mistral wartet auf deinen Besuch. Sieh dich in aller Ruhe um. Achso, ja, nö, da war ich doch schon. Hier gibt's doch nur Fressen. Aber wo ist das Mistkind? Ey, das sieht ja lustig aus hier. Was ist das denn? Haus? Was ist das für eine Minecraft-Hütte? Minecraft-Hütten. Die neue Art des Wohnens. Bauunternehmen Yolanda. Unsere innovative Leichtbauweise ist für jede Umgebung geeignet. Besichtigen Sie unsere Musterhäuser. Aha. Cool. Ja, lustig, ne? Leichtbauweise. Coole Idee. Damit lässt sich doch bestimmt was anfangen. Ja. Morgen! Puh. Ein weiterer harter Arbeitstag. Tag, was tust du da? Ein Arbeitsteig. Das Haus da abreißen. Das Haus. Es ist alt und niemand wohnt dort. Also haben die Leute in Hateno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekehrt. Ui. Ich kann das kaufen? Kann ich das kaufen? Da bist du bei mir falsch. Ich kann da gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Erstmal auf den Baum klettern. Es könnten hier überall Krogs sein. Äpfel! Hat der den Äpfel weggekickt? Wo, Chef? Du, Chef? Morgen! Kann ich dir weiterhelfen? Was machst du? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur schwer Käufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich will es! Wie ist das denn? Was ist das denn für... Ich kaufe es. Die hat vielleicht Nerven. Also gut. Ich erkläre es dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben die Dorfbewohner zusammen... haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sag es nochmal, lockeren 50.000 Rubinen. Hast du so viel? Ja, und ob das viel ist. Als ich so alt war wie du, hatte ich auch ständig Geldprobleme. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Also gut. Pass auf. Ein Sonderangebot nur für dich. 3000 Rubine. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Hi. Dummster, Torda, hört gerade mal auf. Jawohl. Ein eigenes Traumhaus. Fett. Okay. Dann klaue ich mir mal den Hammer. Weil Hammer geil für Erzabbau. Joink! Okay. Die Leichtbauhäuser. Man weiß nicht. Aber. Also ich weiß nicht, ob man die Leichtbauhäuser vielleicht irgendwo hinstellen könnte. Aber das hier, so als eigenes Haus, why not? So, schön, jetzt hocken die da erstmal alle. Also reißt man mir das Haus schon mal nicht unterm Arsch weg. Das ist doch schon mal was. Schön. Jetzt habe ich aber immer noch nicht das Mistkind gefunden. Es muss doch irgendwo sein, das verdammte Kind.
Da rennen Kinder. Ist das eins von diesen dort? Hey, hallo! Hm? Oh, hast du etwa ein Reiseschwert? Toll, darf ich mal sehen? Bitte, bitte. Jo, hau rein. Das sieht ja noch viel besser aus als die Zeichnung im Buch. Ja, danke schön. Oh, ich hab was für dich. Geil. Nimm ruhig. Ich hab's von meinem Opa. Ein kleines Dankeschön von ihm für dich. Kannst du mir noch was zeigen? Was nehmen wir denn da? Also, ich hab's schon mal einen Feuerstab gesehen. Nee, den haben wir noch nie gehabt. Der Waffennah. Okay, Material, Schatz des Helden, schwarze Serie, königliche Küche. Das heißt, wir sind... Oh, anderer Forscher, eigenes Traumhaus. Mansa möchte für den Freund eines Freundes wissen, wie man die Aufmerksamkeit der Besitzerin des Gasthauses Sahel, Primella, erregen könnte. Frage Primella nach ihrem Herzenswunsch. Ziel festlegen. Das machen wir dann aber... Ey. Juhu, Holzbündel. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir der Tante vielleicht doch was entlocken können beim nächsten Mal. Okay, alles klar. Ihr könnt liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute. Blank out.